Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Elder Scrolls 3 Morrowind, wo wir von Gottkönigin Almalexia höchstpersönlich in die Stadt der Uhrwerke geschickt worden sind, um nach Sotasil, dem dritten Mitglied des Tribunals, zu suchen, der anscheinend wahnsinnig geworden ist und mit seinen Mechanoiden die Stadt des Lichts angegriffen hat. Da waren wir ja selbst mit dabei, als dieser Angriff stattfand. Okay, die Tür geht nicht so ein weiteres auf. Wir werden also den Hebel öffnen müssen, den betätigen müssen, denke ich. Was zur Hölle? Warum? Deaktiviert das die Falle? Nein, tut sie nicht. Okay. War einfach ein Hebel in meinem Hinterkopf. Da ist noch eine verschlossene Tür. Hier sind viele verschlossene Türen. Der Rattenmechanoid ist tot. Okay. Was bewirken diese ganzen Hebel hier? Ich meine, die Hebel an den Türen sind ja relativ offensichtlich. Das sieht aus wie eine Schleuse. Da halte ich mich da nochmal kurz von fern. Aber wir haben jetzt ja schon zwei Hebel gehabt, wo ich mir nicht sicher bin, was die überhaupt bewirken. Ist da unten noch eine Tür? Warte mal. Der macht einfach das auf und zu. Okay. Okay, okay. Ich glaube, ich habe das Prinzip dahinter schon mal verstanden. So, jetzt geht die Tür hier erstmal zu und dann wird sich die andere höchstwahrscheinlich für uns öffnen, oder? Da ist ein böser Bub. Ich habe die Waffe nochmal gewechselt wieder, weil ich mir gedacht habe, Flammenklinge und Seelendonner sind beides überaus mächtige Waffen mit überaus mächtigen Verzauberungen. Allerdings werden diese Verzauberungen auf Treffer aktiviert, also zumindest von der Flammenklinge. Und ich glaube... das hebe ich mir lieber auf für Situationen, wo ich es dann wirklich brauche, wenn wir gegen Sotasil kämpfen oder irgendwas. Es waren drei verschiedene, ne? Drei verschiedene Arten von diesen Biomechanoiden, die die Stadt angegriffen haben. Ja,
folgen wir erstmal den Pfad. Ich muss nur dran denken, dass wir oben auch noch einen haben. Weil ich halt nicht weiß, wo genau es hier weitergeht, ne? Wo halt nicht. Aber anscheinend habe ich mich ja richtig entschieden. Okay, aber das heißt, diese Äxte sind echt tödlich. Schnuckel, komm her. Da sollten uns drei von denen gerade eigentlich echt Angst machen. Dadurch, dass die alle in diese Falle gerannt sind, war das jetzt nicht sonderlich beeindruckend. Halle des Deliriums, okay. Jetzt wird's interessant, würde ich sagen, oder? Finde ich etwas besorgniserregend, aber dann gehe ich da halt als letztes lang. Folge ich jetzt erstmal den anderen Pfaden. Gucke, wohin die so führen. Das Spiel sagt, wir hätten wieder ein Level up. Und jede Piole von die wir diesen getöteten Mechanoiden abnehmen, hat Schnelligkeit festigen 10 Punkte. Und das Geile an diesen beliebiges Attribut festigen Zaubern / Tränken ist, dass die stacken. Das heißt, wir können uns quasi hier mit Schnelligkeit vollpumpen. Noch geiler wäre natürlich so ein Aufpumpen der Stärke im entsprechenden Maß. Okay, hier wird es ein bisschen größer. Da ist schon mal Rattenmon. Und kriegt von mir nochmal volles Blatt aufs Maul hier. Da ist noch ein Rattenmon. Warum sind das eigentlich Rattenmechanoiden? Die haben nicht sonderlich viel von einer Ratte, oder? Rüberspringen, ne? Oder an der Seite dran vorbei. Das ist natürlich cool, dass das geht. Aber schon ein kleiner Konstruktionsfehler dann, oder? Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Thank you.
weil hier kommen jetzt wirklich gleich drei von denen auf einmal und ich konnte mich jetzt hier nicht reinschleichen. Die standen ja direkt am Eingang und haben, ich habe sofort die Aggro gezogen. Aber entweder sind die nicht sonderlich stark oder ich bin halt ganz extrem stark. Ich muss ja wieder eine Leiche beseitigen, um an die andere ranzukommen. Das ist aber nicht. So, aber prinzipiell finde ich diese Stadt der Uhrwerke schon sehr spannend. Also da haben sie sich ja auch nochmal so richtig ins Zeug gelegt, was die Optik angeht, wa? Es hat schon was. Was ich bisher so ein bisschen irritierend finde, es waren mindestens zwei, wenn nicht sogar drei verschiedene Varianten von diesen Biomechanoiden, die die Stadt angegriffen haben. Wieso treffen wir hier immer nur die Rattenvariante? Das ist ja auch eine Tür. Die Kammer von Sule. Ist der einzige Zugang hier. Ne? Die Halle von Teuda, da kommen wir ja nicht hin. Die Tür wurde eingetreten, was ich übrigens sehr spannend finde. Weil das bedeutet, dass irgendjemand hier gewesen ist. Und zwar irgendjemand, der sich gewaltsam Zutritt verschaffen musste. Da ist ja das nächste Vieh. So, die machen Stärke, ne? Jo, wunderbar. Scheiße. Na egal. Hab ich halt ein paar Mana-Punkte verschwendet, macht nichts. Ich werde, zumindest sofern ich erkenne, wann es soweit ist, werde ich vor dem großen Kampf sowieso nochmal speichern, dann. Rasten. Speichern auch, natürlich. Dass der mich noch bemerkt hat. Ich meine, ich habe auch so gewonnen, aber ich hätte gerne mal gesehen, wie gut heimliche kritische Treffer bei denen funktionieren. Habe ich hier jetzt was verpasst? Ach, ich komme da doch durch. Okay. Okay, hier werden wir von den Viechern auch wieder überfallen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja einen Verdacht, worauf es hinausläuft. So, basierend auf dem, was wir in dieser Geschichte bisher erlebt haben. Ne, und wenn ich mir auch dieses eingetretene Tor angucke hier. Schwer dieses. Oh, tatsächlich, die wiegen ja 5.
Dings pro Einheit. Das ist natürlich heftig. Habe ich Sachen, die ich wegschmeißen könnte? Eventuell. Habe ich Sachen, die ich wegschmeißen will? Wahrscheinlich nicht. So, angeht, bin ich ja so ein bisschen Horter und Messi, ne? Von daher werde ich wahrscheinlich einfach wieder meinen kleinen Exploit benutzen hier und... weniger Gewicht zaubern und zack, schon haben wir wieder Kapazitäten. So, dann schmeißen wir uns hier noch so einen Magietrank rein. Wo sind sie denn? Da oben. Und dann geht's weiter. Wobei, Schnelligkeit festigen ist jetzt nicht unbedingt noch notwendig, oder? Stärke. Stärke kann man immer gebrauchen. Ja, Stärke bis ans absolute Limit pushen, das hat schon was. Die Kuppel von Kasi, ja. Ja, gut, okay. Warum? Brauche ich dann die Schnelligkeit oder was? Weil ich da nämlich sonst nicht durchkomme, wa? Das war knapp. Gut, man könnte hoch levitieren, ne? Das würde wahrscheinlich funktionieren. Die Kuppel von Cerny. Gucken wir nochmal, was uns hier erwartet. Warte mal, stellt das Ding die Dinger her? Okay, ich habe eine Theorie, wie es funktioniert. Kann ja immer nur eine Tür offen sein. Aber die vordere Tür öffnet sich ja automatisch, wenn da so ein Vieh rauskommt, ne? So, mein Freund. Bin ich hier drin? Das nutze ich aus. Die Halle von Salakmu. Das hat schon so ein bisschen System Shock Charakter hier, ne? Die zumindest in Bezug auf die Kreaturen und die Art und Weise, wie diese Kreaturen entstanden sind hier. Thank you.
Aber waren das tatsächlich nur diese zwei oder fehlt da noch eine dritte Gattung? Weil ich hatte irgendwie abgespeichert, dass es drei Dinger waren. Das können auch nur zwei gewesen sein. Die Kuppel von Udo. Unser Level steigt. Langwaffe ist auf 75. Ich könnte ja mal rasten, ne? Dann haben wir das Level up mitnehmen. Da kommt ja eh nicht mehr viel, ja? Also brauche ich da jetzt nicht mehr so unbedingt viel Wert darauf legen, dass wir das meiste aus unseren Level ups rausholen, weil ich meine, wir haben Konstitution 100, Stärke 100, Intelligenz und Charisma sind ziemlich hoch. Geschicklichkeit ist bald bei 100. Warum soll ich mich zurückhalten? Ja, hole ich mir die Lebensenergie-Boni und gut ist. Von Mileto. Die Sache ist, dass man hier immer in diese neuen Areale kommt und keine Ahnung hat. Welches so das Finale ist. Und vor allem, diese Namen sagen mir halt einfach so überhaupt gar nichts. Ne? Ich nehme die einfach zur Kenntnis und das war's dann. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wann ich hier irgendwie mit einem Endkampf zu rechnen habe. Ich mache quasi einfach. Maul hier und dann ist gut. Die Stärke, die nehme ich noch mit. Ich glaube, die Schnelligkeit, da kann ich darauf verzichten. Die Kuppel der Unfair. Oh Gott, was ist das denn hier? Ich habe ehrlich gesagt gerade so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Halt wirklich an. Der hat vorgehalten, der dumme Sauser. Ich muss dagegen heilen die ganze Zeit. Ich werde wahrscheinlich gleich mal anders versuchen. So, das ist jetzt zum Beispiel so ein Kampf, da gehe ich jetzt auf Seelendonner. Weil ich nämlich diesen Feuerschaden will ich mir halt aufheben für den Kampf gegen den Gott. So, jetzt wir nebenbei schon mal so ein bisschen gegenheilen. Ich habe ja starke Heiltränke. Ich mache ja einfach die ein, während ich auch mehr einfühle. Ich hoffe, der andere steht nicht auch noch auf. Das war durchaus heftig. Das war ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Hm.
Ja gut, das Sotasil hat's drauf, würde ich sagen. Oh, die Kuppel von Sotasil. Dann gehe ich jetzt mal auf Flammenklinge. Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Folge hier schon zu einem Finale kommen. Wie lange festigt das denn die Stärke? Für 10 Sekunden, also quasi für einen Schlag, ja? Na gut. Aber das ist so ungefähr das, was ich erwartet habe. Ich glaube nicht, dass Sotasil die Quelle des Angriffs auf Gramfeste gewesen ist. Ihr stoßt auf die Leiche Sotasils. Sein lebloser Körper hängt von einem von ihm selbst gefertigten Gebilde herab. Scheinbar war bereits jemand vor euch da. Ja, das hat ja auch die eingeschlagene Tür relativ am Eingang irgendwo schon impliziert, dass wir vielleicht nicht der Erste sind, der versucht, in die Stadt der Uhrwerke einzudringen. Na gut. Ich wusste es. Marine, hier endet alles. Diese Uhrwerkstatt sollte dein Tod sein. Du solltest mein größter Märtyrer werden. Der heldenhafte Merivarine, der alles opfert, um Morrowind vor dem verrückten Sotasil zu schützen. Aber du lebst! Du lebst! Fürchte dich nicht. Ich werde die Geschichte selbst erzählen, wenn dich noch weißt. Ich selbst werde berichten, wie du mit dem letzten Atemzug deine Hingabe zu mir, der einzig wahren Gottheit, gepriesen hast. Dein Tod wird dieser Prophezeiung ein Ende setzen und die Gläubigen werden wieder unter einem Gott, einem Schicksal und einem göttlichen Gesetz vereint sein. Der marionettenhafte König wird seine Waffen strecken und sich meinem Willen beugen. Diejenigen, die sich nicht unterwerfen, werden vernichtet werden. Das verwobene Band erlaubt es mir, an diesen Ort zu reisen. Hier streckte ich Sotasil nieder. Hier beschwor ich die Mechanoiden, damit sie Morrowind angreifen. Ich werde Erlöserin der mir Ergebenen sein. Ich allein werde ihnen Erlösung bringen. Niemand darf sich in meinen Weg stellen. Du nicht und sicher auch nicht Nebek. Er ist ein Poet, ein Narr. Ich werde mich um ihn kümmern, wenn ich mit dir fertig bin. Und Sotasil? Er hielt sich immer für etwas Besseres. Er mied uns und schloss sich in diesem Loch ein. Er sprach kein Wort, als er starb. Nicht einmal ein Flüstern drang über seine Lippen. Selbst im Tode verspottete er mich mit seiner Stille. Aber ich glaube, du darfst schreien, sterbliches Wesen. Denn jetzt ist es an der Zeit, deiner einzigen wahren Gottheit zu begegnen. Auch du bist doch jetzt sterblich, oder nicht? So, gespeichert habe ich schon mal. Oh Gott, ist die schnell! Ziel hat Magie widerstanden. Ah, willst du mich verraten? Gut, wir haben die Klinge natürlich von mir gekriegt, ne? Also, im Zweifelsfall. So, jetzt schmeißen wir schon mal einen Lebenstrank rein. Und wenn diese Feuerklinge halt nicht so geil ist, dann gehe ich auf Seelendonner. Seelendonner hat mir immer gute Dienste geleistet. So, mit Seelendonner haue ich hier so richtig aufs Maul. Guck mal, ich bin dieser Gottheit überlegen. Definitiv, ich bin definitiv der Stärke in diesem Kampf. Also mit Dagoth Ur hatten wir mehr Probleme.
Ja, Almalexia kommt ja gar nicht großartig dazu, irgendwas zu machen hier gerade. Und tschüss, Mann! Hätte ich eine Seelenfalle aktivieren sollen? Hoffnungsfunke. Die zweite Zwillingsklinge ist jetzt meine. Und Barilsars verbogenes Band ist ja unsere Möglichkeit, von hier zu verschwinden und anscheinend auch Mechanoiden zu beschwören. So. Gut, ich würde sagen, dann würde ich in dieser Folge vielleicht 2-3 Minuten überziehen. Und jetzt einfach, dass wir Hellset noch Bericht erstatten und vielleicht nochmal kurz bei Vivek vorbeischauen. Wenn das für euch in Ordnung ist. Ich muss den Ring anlegen hier, ne? Wohin mit dem verwobenen Band teleportieren? Ach, guck mal. Ja, das ist ja cool. Ihr fühlt, wie eine gewaltige Kraft die Magie des Ringes stört und euch nach Gramfeste zieht. Okay. Ein weiterer schöner Tag in Graf. Wenn ich euch mit wenigen Worten helfen kann, so ist es mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Was wollt ihr? Almalexia ist die Mutter der Heilung, die Quelle des Mitleids und die Anteilnahme und Protektorin der Armen und Schwachen. Ich habe Sotasil tot aufgefunden und Almalexia getötet. Ihr seid Ausländer. Viele Ausländer verstehen nichts von unseren lebenden Göttern. Sprecht ihr in Bildern, in Metaphern, irgendwie poetisch? Seid ihr Anhänger eines dieser merkwürdigen Kulte des Westens? Entschuldigt bitte, aber was ihr da sagt, habt ihr da noch Fuß. Der Wille der Fuß. Gut, wenn du das sagst. Ah, ich habe schon gedacht, dass irgendwie sowas wieder passiert. Gutes vollbracht, sterbliches Wesen. Almalexias Tod ist ein Segen für ganz Morrowind. Auch wenn es lange dauern wird, um dies zu verstehen. Sie hätte Lidun mir sicherlich verraten, so wie sie es mit allen tat, die sie liebte. Dies war ihr Fluch und ihr Verderben. Weint nicht um Sotasil. Er verlor seine Sterblichkeit vor langer Zeit. Und ich bin mir sicher, dass sein Tod für ihn eine große Erleichterung war. Diese Götter leben mit der Last einer Macht, wie sie niemals ein Sterblicher hätte tragen sollen. Deine Aufgabe in Morrowind ist noch nicht erfüllt, Nerevarine. Vivek lebt zwar immer noch, aber ich glaube, seine Zeit läuft ab. Schütze die mir Ergebenen. Verteidige diese Ländereien. Der Himmel über Gramfeste hat sich wieder geklärt. Lasse diese Leute nicht länger leiden. Geh nun, sterbliches Wesen. Stelle dich deinem Schicksal und nimm meinen Segen mit auf deinen Weg. Das war wieder... Wie heißt das denn? Die uns bei unserer Konfrontation mit Dagord Ur auch schon unterstützt hat. Azura, genau. Unser Charisma ist gedroppt. Das ist ja ekelhaft. Also da muss ich mal ganz kurz gegen vorgehen. Ich habe ja gesagt, wir überziehen hier jetzt so ein bisschen.
Weil da würde ich Tribunal jetzt nämlich abschließen wollen. Da ist ja nicht mehr viel zu erledigen jetzt. Ja, ich werde jetzt mit Helset nochmal sprechen, um Berichte zu erstatten. Mit Helset und mit Barentia könnten wir sprechen, glaube ich. Keiner glaubt uns, dass wir einmal Alexia getötet haben. Ich helfe gerne. Vivek wird uns glauben. Und Barentia denke ich auch. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass ihr in der Stadt der Uhrwerke gewesen seid und ihr als Einziger seid zurückgekehrt. Ihr habt Umgang mit den Göttern gehabt. Was kann diese Königin für euch tun? Ich hörte, dass ihr meinem Sohn vom Tod der Göttin und dem Dahinscheiden Sotasils unterrichtet habt. Behaltet diese Informationen für euch, Rio. Das Volk von Morrowind wird Zeit brauchen, um zu akzeptieren, was passiert ist. Bis dahin werde ich weiterhin darüber wachen. Okay, in den Thronsaal gehen wir aber noch kurz. Nee, da, was macht? Weil wir haben ihm ja theoretisch noch gar nicht berichtet, ne? Quartiere der Wachen. Wo ist der Thronsaal? Da ist der Thronsaal. Moin! Eure treuen Dienste sollen belohnt werden. Ich habe schon viel über euch erzählen hören, Rio. Und über die Göttin. Tatsächlich habe ich Geschichten über eine Menge merkwürdiger Vorfälle in meiner Stadt gehört. Ich habe euch ausgeschickt, um mehr über die Angriffe in Erfahrung zu bringen. Ich gehe davon aus, dass die Gerüchte, die mir zu Ohren gekommen sind, hiermit in Zusammenhang stehen. Moment, die Angriffe gingen von Almalexia aus? Und ihr sagt, sie und Sotasil liegen tot in der Stadt der Uhrwerke? Sie hat Sotasil getötet und versucht, euch umzubringen? Erstaunlich. Ich glaube euch, Rio, aber erwartet nicht, dass mein Volk das auch tut. Ihr werdet merken, es ist schwer, diese Götter in den Herzen und Köpfen ihrer Anhänger zu töten. Es braucht Zeit. Aber für Morrowind ist ein neues Zeitalter angebrochen und ich werde es hineinführen. Das war gute Arbeit, mein Freund. Habt meinen Dank. Okay. Cool. Ich gehe dann jetzt mal, ne? Wir haben ja eine Schnellreise direkt zu Vivek. Die würde ich jetzt nochmal in Anspruch nehmen. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge dann direkt mit Blood Moon starten und brauchen uns nicht mehr mit den Nachwirkungen von Tribunal zu befassen. Ach, so funktioniert das. Okay. Muss den Ring abnehmen und wieder aufsetzen. Es ist ein Segen für mich, euer Geschäft zu tätigen. So, aber wo soll ich die nicht? Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. So, das sieht schon etwas vertrauter aus. Hier durch und da hinten hoch. Und dann kommen wir auch zum Ende für heute. Und starten in der nächsten Folge in Blood Moon. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Dann geht's ja jetzt dann nach Solstheim, ne? So, wie weg? Wir müssen reden. Die Pest ist vorüber und wir haben überlebt. Nun müssen wir uns dem Wiederaufbau des Tempels widmen und ihr euch den Pflichten als Protektor von Morrowind. Wir müssen über Almalexia reden. Wir sprechen nicht miteinander. Ohne das Herz lässt unsere göttliche Macht nach. Sie nimmt ihre Göttlichkeit äußerst ernst und dieser Verlust belastet sie ungemein. Sie ist dem Grübeln verfallen und ich befürchte, dass sie sich und anderen schaden wird.
Ich habe Sotasil tot aufgefunden und Alexia getötet. Das ist eine traurige Angelegenheit. Ich vermute, sie hat Sotasil getötet. Ich dachte, sie würde mir etwas antun. Und sie hat wohl auch versucht, euch zu töten, Nerevarin. Eine traurige Geschichte. Aber der Tod kommt zu allen Sterblichen. Und wir sind jetzt alle sterblich. Bald wird der Tod auch mich aufsuchen, Nerevarin. Vielleicht sogar durch eure Hand. Es ist sinnlos, das Schicksal zu leugnen. Trotzdem ist es traurig, dass etwas, das so glorreich und edel begonnen hat, auf diese Weise endet. Okay, ich glaube, viel mehr wird er zu der Geschichte nicht erzählen. Aber zumindest hat er ein bisschen Reaktion gezeigt. Ja, das ist ja schon mal etwas. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit Morrowind für heute. Und die Geschichte vom Tribunal ist auch zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.